Jedes Jahr erreichen knapp 100 qualifizierte Anfragen nach Gewerbeflächen unsere Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Aber sie kann die nicht bedienen, weil der Flächenvorrat, die verfügbaren Flächen, 0 Hektar betragen. Wir sind also von allen Städten ganz am Ende, weil weniger geht ja nicht. Wir haben nur 0. Und das war auch mal anders. Und das muss auch wieder anders werden, weil uns da einfach zu viele Chancen für Arbeit und Beschäftigung durch die Lappen gehen. Die Politik hat 2016 einen Gutachten in Auftrag gegeben, wie viel wir eigentlich brauchen an Gewerbefläche. Da kam raus, dass wir ungefähr 10 Hektar pro Jahr schaffen müssen. In den letzten 5 Jahren haben wir aber nicht 50, sondern nur 8,7 Hektar geschafft. Also das Ziel weit verfehlt. Und statt jetzt einfach immer so weiterzumachen und zu gucken, ja, mal gehen, sehen, ob sich eine Gelegenheit ergibt, wollen wir einen Plan haben. Wir wollen, dass sich als Politik und Verwaltung sich darauf festlegt, wie viel streben wir denn an, was ist realistisch in den nächsten Jahren zu schaffen, wie viel Finanzmittel brauchen wir dafür. Es ist klar, dass ein Plan nicht 1:1 dann umgesetzt werden kann, aber zumindest, dass wir mal niederschreiben, was nehmen wir uns vor. Das haben wir heute beantragt und waren ganz überrascht, dass nicht wie sonst Anträge der FDP in Bausch und Bogen abgelehnt werden, sondern zumindest mal eine Verweisung in den Fachausschuss erfolgt ist und eine Zusage sowohl von den Grünen als auch von der SPD kam, sich mit dem Thema Gewerbegebiete endlich mal zu befassen. Und in der Art, dass wir mal eine richtig quantitative Planung hinlegen. Ich würde das als Teilerfolg abbuchen. Wir sind natürlich ja besonders kritisch und sind noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir dann außer lauter Abers nicht doch noch auch konstruktiven Beitrag hören, also dass wir wirklich am Ende zu einer Planung kommen. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein erster Schritt und das Thema bleibt virulent. Wir haben das erfolgreich auf die Agenda gesetzt.